Hallo und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Animations Throwdown mit mir, dem Herrn Gleich. Ja, es ist wieder Daily Combo Mastery und Shop News Time. Gucken wir mal hier rein. Neuer Kommentar, Tom der Fan. Ich habe drei Fragen. Wie hast du dir deine Diamanten erfarmt? Das habe ich hier über diese täglichen 9 bis 5 gemacht. 20 Gems kriegst du dann am Tag. Wenn du da oben die Werbung dir dreimal anguckst, kriegst du 25 Gems. Also Fleiß, 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 Fleiß. Hast du schon mal Geld ausgegeben für das Spiel? Ja, für meinen ersten Account habe ich 10 Euro für die Erweiterung der Abenteueranzeige ausgegeben, damit ich eben schneller durch die Adventures durchkommen kann. Für die Videos hier wäre nicht zwingend notwendig gewesen, hat aber schon ein bisschen geholfen. So, beim zweiten Account habe ich 20 Euro ausgegeben, einmal 10 Euro eben auch wieder für die Erweiterung der Abenteueranzeige und 10 Euro für den Forschungsbeschleuniger, der beim ersten Account inklusive war, weil alle Leute, die am Anfang mit dabei waren, die haben diesen Forschungsbeschleuniger inklusive gehabt. So, und der Forschungsbeschleuniger ist halt immens wertvoll, das Ding. Also jetzt aktuell auch gerade wieder, wenn du eine Mythic hast, mein Gott, wie lange würde man da erforschen? Das, ohne Forschungsbeschleuniger ist das unerträglich. Sollte man, wenn man dafür bereit wäre, Geld ausgeben. Es kommt darauf an, was du erreichen willst. Wenn du einfach nur spielen willst, dann brauchst du es nicht zu machen, dann brauchst du kein Geld auszugeben. Wenn du weiter nach vorne kommen möchtest, bist du gezwungen, Geld auszugeben. Also die Leute, die irgendwo in so einer Top 25 Gilde sind, oder Top 50 Gilde von mir aus auch, die investieren in das Spiel schätzungsweise so viel Geld wie ein normaler Mensch in einen Kleinwagen. Also da werden wirklich mehrere tausend Euro in das Spiel reingeballert. Und das ist dann schon ziemlich crazy. Ja, kommt eben drauf an, was du erreichen willst, ne? Also wenn du Geld reinstecken möchtest, dann kann ich dir eben empfehlen, auch die Erweiterung der Abenteueranzeige, den Forschungsbeschleuniger. Und wenn dir das nicht reicht, dann nimmst du den VIP-Pass noch mit hinzu. Bei dem kriegst, für den kriegst du bei 10 Euro im Monat 80 Gems pro Tag. Wenn du dann noch die Dailies machst, dann bist du bei 100 Gems pro Tag. So, also dann schauen wir jetzt mal hier rein in die Mamas altmodische Geheimnisschatulle. Da haben wir hier den Mythic Stewie nach wie vor. Dann gehen wir hier in den Shop rein und haben hier Professor Farnsworth nach wie vor als Mythic mit Cats, Queen of Cats Terrors, Bandit und Dr. Amy Wong. Das Ding ist auf jeden Fall ziemlich nice, aber das ist eben auch sowas. Entweder extrem viel Geduld haben, bis du den irgendwann mal zusammen hast, oder eben Geld reinpayen. Kommst du nicht drum rum. So, dann haben wir hier die neue geile King Teagle Box. Gucken wir uns die mal an. Und die King Teagle Box ist richtig nice. Und guck mal hier. Guck mal. Guck mal. Ich guck mal nach rechts. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich habe meine eigene Karte. Little King Trash Mouth. Oh mein Gott. Oh, das ist jetzt mein neuer Name, oder was? Trash Mouth. Little King Trash Mouth. Wie geil. Das ist ein Waschbär. Ein Waschi. Alter, ich habe meine eigene Karte. Gucken wir uns das Ding mal an hier. Pre-Combo will ich haben. Geil. Muss ich haben. So, dann gibt es noch den Cuddles. Auch der sieht mega, mega geil aus. Coole, coole Karte. Sacrificial Robot Goat kennen wir ja schon. Den Bandit kennen wir schon. Philip J. Fry und Bill Daughtry. Daughtry. Auf jeden Fall eine mega geile Box. Passend zum Animal BGE. So, dann haben wir nach wie vor die Lois Griffin. Und dann sind wir auch schon in der Meisterschaft angelangt. Und hier haben wir tatsächlich Dale to Rest to the Rescue. Und das ist dann folgende Combo. Gucken wir mal da rein hier. Mit Waffenkarten der Dale und ja, und das ist eine Common mit ja, Waffenkarten. Also völlig uninteressant, brauchen wir uns nicht weiter mit auseinanderzusetzen, brauchen wir uns nicht länger mit zu beschäftigen. So, dann haben wir hier den Dance Party Bobby. Gucken wir mal, was der so drauf hat. Dance Party Bobby ist, wo ist es? Da ist es. So, mit ja, Gamerkarten. Der Bobby mit Burger Boss. Joho, mega nice.
Haha, 500 Gems dafür. Nö. No way. Dann eine Karte, die habe ich früher als Anfänger noch geliebt. Muss ich sagen, habe ich sehr, sehr gerne gespielt. Road Rage, die war cool, wenn ich mir das noch anschaue. Gibt's da noch hier unten diese Golfball-Escape-Karte mit der Linda? Ja, da hast du eine Mauer, da hast du Revanche und dann hast du Craze. Aber wer spielt Golfball-Escape? Braucht keiner, spielt keiner, also weg damit. So, und dann haben wir auch hier eine Combo, die auch keiner braucht, auch mit einer Autokarte. Das ist der Red Wagon Stewie. Und der sieht folgendermaßen aus. Selbst in der Mythic-Version lohnt sich das nicht. Ja, also, uninteressant. Heißt heute keine Combo Masteries von Interesse. So, aber da ja jetzt der neue BGE da ist, müssten ja jetzt hier dann auch dementsprechend neue Golden Turd Packs da sein. Und da sind sie auch schon. Da haben wir zum einen den Bandit. Und dann haben wir hier Betsy. Bugs Stud. Cuddles. Down to the Bone. Farnsworth Cat. Falconer Haley. Goggles Cat. Ja klar, der Irek Lobster kennen wir ja. Klaus Heißler Cats. Knife Wheeling Seal. Der, den ich haben will. Little King Trash Mouth. Geil. New Brine. Pigeon Bill. Das ist natürlich mega geil, wenn man die hat, ne? Die am besten hier quad-fused. Oh mein Gott. Pigeon Bill ist so crazy geil. Oh ja, oh ja. Pigeon Bill. Auch neues Spirit. Und dann da hinten viel Schrott. So, also auf jeden Fall interessante neue Animal-Karten. Dann müssten wir hier in den Shop reinschauen und müssten mal gucken. Bei den super phänomenalen Paketen, da gibt es dann auch diese neuen Karten. Tatsächlich hat es zumindest Cuddles mit reingeschafft. Und ja, die anderen eben nicht. Hier sieht man eben auch, das sind die, die man farmen kann über Super Big Packs. Louis, Stan, Stewie, Peggy und Lila. Ja, auf jeden Fall freue ich mich. Es ist mal wieder soweit. Es ist auch Rumble-Zeit. So, wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch mal ein Like da, schreibt was in die Kommentare, abonniert den Kanal und schaut es jetzt mal wieder an, wenn es wieder heißt Animation Throwdown. Mit mir dem Herrn gleich. Haut rein, macht's gut, bis dann und tschüss.